Stefan Heidelberg kann sich selbst kaum bewegen. Der 27-Jährige leidet seit seiner Kindheit an Muskelschwund. Trotzdem gibt Stefan Heidelberg nie auf. Vor 6 Jahren gründet der Heidelberger das ungewöhnliche Hilfsprojekt Rollis für Afrika. Zusammen mit Lars Schlehan und ehrenamtlichen Helfern sammelt er ausrangierte Rollstühle für behinderte Menschen im Senegal. Er selbst reist mit und verteilt die Rollstühle. Obwohl diese Reisen sehr beschwerlich sind, geben sie ihm die Kraft, weiterzumachen. Und ich freue mich sehr, dass die beiden da sind. Ja, Stefan Heidelberg und Lars Schlehan von Rollis für Afrika. Erstmal die Frage an Sie, Herr Heidelberg. Ja, Sie sind ja eigentlich den ganzen Tag auf Ihren Rollstuhl angewiesen. Was ist dieser Rollstuhl für Sie? Für mich ist ein Rollstuhl ein Fortbewegungsmittel, ein Bewegungsmittel, das mir letzten Endes diese selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Ohne Rollstuhl könnte ich nicht leben, ja? Also könnte ich nicht mich fortbewegen, könnte ich nicht denken, weil ich kann nur denken im Rollstuhl. Mhm. Und daher auch die Idee Rollis, also Rollstühle für Senegal. Ja, die Idee ist halt, sein eigenes Leid zu nehmen, um produktiv zu werden, es umzuändern, in etwas Positivem anderen Menschen zu helfen, die nicht zufällig auf diesem Teil der Welt leben und nicht die Möglichkeit der Versorgung zu bekommen, das weiterzugeben. Ein Rollstuhl nämlich für alle oder für jeden, das ist in Senegal alles andere als der Alltag. Herr Schlehan, Sie sind seit einigen Jahren bei der Gruppe dabei. Wie arbeitet denn genau Rollis für Afrika? Also das Prinzip ist ganz einfach. Rollis für Afrika sammelt hier ausrangierte Gehhilfen und physiotherapeutisches Material, Krücken und so weiter. Die werden meistens, nach 5 Jahren werden die meistens zurückgegeben an die Krankenkassen. Und genau in dem Punkt kommen wir damit ins Spiel. Wir greifen die dann ab, ja, bevor sie verschrottet werden. Und packen die alle in Container und schaffen das in den Senegal runter. Mhm. Und dort verteilen wir die dann individuell an einzelne Bedürftige. Das heißt, habe ich richtig verstanden, eigentlich bei uns werden Rollstühle verschrottet, die eigentlich noch einsatzfähig sind und die aber jetzt eben gutes Werk in Senegal machen. Genau. Haben Sie denn im Laufe der Jahre so ein ganz gutes Netz zusammengestellt von Menschen, die Ihnen helfen? Auf jeden Fall. Also wir haben bestimmt, Stefan, was würdest du sagen? Also wir haben einen ständigen Kern von 10 Leuten, die immer aktiv sind, die ganze Organisation machen. Mhm. Und Leute, die uns geholfen haben, das sind bestimmt schon 500, die uns regelmäßig helfen und vielleicht 3000, die uns schon mal geholfen haben. Also nur durch die aktive Mitarbeit allen möglichen Menschen, die den Verein unterstützen, das macht das Ganze aus letzten Endes. Ja, dass, eine Freundin von uns, die hat eine Ausstellung organisiert, die für die Kunst. Ja. Dann ein Kumpel von mir sitzt auch im Rollstuhl, macht die Homepage. Also nur das Gesamte macht das Ganze aus. Ja. Also nur das Gesamte. Wer bekommt eigentlich jetzt genau diese Rollstühle hier aus Deutschland in Senegal? Es bekommen die Leute, die halt am gesellschaftlichen Rand leben, die nicht zufällig die Möglichkeit haben, zu den Einrichtungen zu kommen, die weit ab vom Schuss leben. Ja. Und die bekommen die Rollstühle halt. Schwerstbehinderte Menschen, Menschen, die vielleicht die gleiche Behinderung haben wie ich, ja, und die nicht zufällig in Deutschland leben und diese Versorgung bekommen, die sie da eigentlich benötigen. Herr Heidelberg, wir reden gleich weiter. Einmal im Jahr wird ein Container mit den Hilfsgütern des Vereins Rollis für Afrika verschifft. Die ehrenamtlichen Helfer reisen auf eigene Kosten selbst mit und schauen, wo was gebraucht wird. Bei der letzten Reise in den Senegal waren Auslandsreporter des SWR dabei und haben die Helfer des Vereins begleitet. Ankunft in Dakar, der Hauptstadt im Senegal. Das Team von Rollis für Afrika will nicht nur kurzfristig helfen. Deswegen treffen sie regelmäßig Menschen, die schon früher einen Rollstuhl bekommen haben. Im Armenviertel von Dakar treffen sie eine junge Frau, der sie beim letzten Besuch einen Rollstuhl mitgebracht hatten. Stefan Heidelberg will wissen, wie sich das Leben durch den Rollstuhl im letzten Jahr verändert hat. Vor 9 Monaten habe sie den Rollstuhl bekommen, meint die Frau. Seitdem habe sich ihr Leben sehr verändert. Vorher sei sie nur zu Hause gewesen, jetzt könne sie sogar Ausflüge machen. Davor hatte ihre Mutter jahrelang die junge Frau mühsam durchs Haus getragen. Danach macht sich das Team von Stefan Heidelberg an die Verteilung der Rollstühle, die sie mitgebracht haben. Ihr erstes Ziel ist 150 Kilometer von Dakar entfernt. Dort wartet man bereits auf die Hilfslieferung aus Deutschland. Feierlich werden die Helfer vom ganzen Dorf in Empfang genommen. Im Senegal ist eine unbehandelte Kinderlähmung die Hauptursache für Behinderungen.
Auch dieser Junge erkrankte mit 5 Jahren an Kinderlähmung. Seitdem kriecht er auf dem Boden. In der westlichen Welt haben wir die Möglichkeit, Impfungen vorzunehmen. Und selbst wenn eine ungeimpfte Person an Polio erkrankt, haben wir die Möglichkeit, schnell darauf zu reagieren. Hier kann im Grunde nichts gemacht werden. Und dadurch kann die Krankheit überhaupt erst mal dieses Level erreichen. Gegen seine Behinderung sind auch die Helfer aus Deutschland machtlos. Doch sie können wenigstens zu einem würdevolleren Leben verhelfen. Ja, toll. Gerade dieser Frau jetzt im Film haben Sie ja quasi ein neues Leben gegeben mit diesem Rollstuhl. Sagen Sie, fällt diese Entscheidung aber auch nicht unglaublich schwer, dass man entscheidet, wer jetzt einen Rollstuhl bekommt und wer nicht? Ja, natürlich. Also man überlegt 100, 200, 300 Hilfsgüter. 10% der Menschen in Senegal sind behindert. Es ist schwierig, auf jeden Fall, aber man muss halt abwägen und wir arbeiten mit Fachleuten zusammen in Senegal, die Ahnung haben. Und deshalb glauben wir auf jeden Fall, auf auch unser Fachwissen einzusetzen, glauben wir auf jeden Fall, dass wir die Arbeit gut machen. Und wir sind nicht perfekt, wir sind junge Leute, wir wollen etwas verändern, wir möchten unsere Fähigkeiten nutzen, etwas auf dieser Welt Positives zu verursachen. Also es wird sehr viel Negatives verursacht. Alltäglich sterben Menschen jetzt gerade auch wieder. Und wir leben in einer Saus-und-Braus-Gesellschaft. Uns geht's gut. Wir konsumieren auf Kosten von anderen Menschen. Und mir ist wichtig, auch andere Menschen mit Behinderung Mut zu machen. Nicht nur an sich zu denken, nicht nur an sein Leid zu denken, sondern von sich selbst zu entfernen, sondern zu verstehen, dass nur, wenn man glücklich werden kann, wenn man das Gesamte sieht. Obwohl ich das wirklich jetzt auch bewundernd sage. Ich meine, Herr Heidelberg, Sie haben hier in Deutschland schon, Ihr täglicher Alltag ist eine Herausforderung für Sie. Trotzdem nehmen Sie das auf, diese anstrengende Reise in den Senegal zu machen. Warum? Ja, weil ich das halt mache. Also es ist für Sie eigentlich, das gehört dazu. Und Sie wollten jetzt nicht von hier jetzt das alles organisieren. Sie wollen dann da sein. Aber das ist bestimmt eine unglaublich anstrengende Reise darunter, oder? Ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Sie fahren darunter, da ist es heiß. Wie empfinden Sie das? Also wir fahren immer in der kältesten Jahreszeit nach unten. Aha, also jetzt dann bald wieder? Jetzt bald wieder. Ja. Also es ist schon klimatisch eine Umstellung und die Bedingungen sind auch andere. Die Straßen sind schlecht, die Autos funktionieren nicht unbedingt. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung und die wir auch leisten wollen. Ja. Und die Menschen sind Ihnen natürlich wahrscheinlich auch unglaublich dankbar. Warum sind überhaupt im Senegal so viele Menschen, haben Behinderungen? Überall auf dieser Welt leben Menschen mit Behinderung. Und Senegal ist ein Land, aber es hätte auch, was weiß ich, Gambia sein können. Und letzten Endes, irgendwo muss man anfangen und das ist halt der Senegal. Was braucht denn überhaupt Ihre Organisation noch? Also Sie brauchen natürlich noch Rollstühle, über die freuen Sie sich immer, auch Gehhilfen. Was ist das Nötigste jetzt gerade? Momentan sind wir gerade dabei, den nächsten Container zu schicken und das, was uns noch fehlt, ist Geld. Darf ich fragen, was kostet denn irgendwie so eine Reise? Ich meine, wie viel Geld müssen Sie da zusammenkriegen? Es sind circa 8.000 bis 9.000 Euro, die wir brauchen, um einen Container zu schicken. Ja. Aber da ist dann auch alles drin, die ganze Logistik hier und die ganze Arbeit im Senegal. Mensch, ich danke Ihnen beiden, dass Sie da waren. Und ich muss wirklich wieder sagen, ich ziehe meinen Hut davor, dass Sie sowas machen. Grüßen Sie auch die Menschen im Senegal. Ich möchte auch sagen, ich finde es auch total cool zu sein, weil ich war auch mit der Bühne, mit der Rampe hier auf die Landesschaubühne, fand ich super fett, weil das ist ja eigentlich nicht überall, dass man reinkommt. Und es ist aber auch nochmal ein Zeichen, dass das Gebäude behindert und nicht der Mensch, der behindert, aber man auch die Behinderung überwinden kann. Halt so. Mensch, das freut uns jetzt aber. Danke, Herr Heidelberg. Ja, und Sie brauchen Hilfe, wenn auch Sie die Aktion Rollis für Afrika der beiden unterstützen wollen, mit einem ausrangierten Rollstuhl oder auch mit Geld. Denn die nächste für Februar anstehende Reise in den Senegal ist noch nicht ganz finanziert. Es fehlen also noch dringend Spenden, um den Container für die Rollstühle zu bezahlen. Alle Informationen zu dieser Aktion und wie Sie helfen können, finden Sie auf unserer Landesschau-Internetseite.